So, ich habe jetzt erstmal meine Haare einfach aus dem Gesicht gemacht, weil wenn ihr SFX, Make-up bzw. Latex in die Haare bekommt, ist es so schwer wieder rauszubekommen. Das ist wirklich ernst gemeint. Ich hatte den Fall nämlich. Ja, ich habe dann als erstes mit einem pinken Lidschatten angefangen, mir ein blaues Auge zu malen. Das geht am besten mit blau, lila, mit li pink, lila und vielleicht noch ein bisschen braun oder grün. Also da könnt ihr super coole blaue Augen schminken, so wie als wärt ihr geschlagen worden. Ja, das habe ich dann gemacht und dann habe ich mich ich meine Augenbrauen einfach gemacht, weil ich wollte natürlich aussehen, wie jetzt wäre ich gerade geschminkt und habe mich auch ganz normal geschminkt. Ja, und habe dann unten noch ein bisschen Wimperntusche hingebarzt, weil ich sah ja auch schon wie verheult. Und ja, jetzt habe ich erstmal Lidschatten noch auf mein normales Auge getan und dann habe ich angefangen mit dem Latex, beziehungsweise mir Wunden hinzumachen. Das hat eigentlich ganz gut geklappt. Dafür, dass das erste Video war, was ich überhaupt mit Latex gedreht habe, fand ich es echt gut geworden. Und ja, ich habe einfach ein bisschen Toilettenpapier ganz klein in die Schichten gemacht und habe einfach Latex mit drauf und es dann geschichtet zu einer Wunde. Und ich habe mich dann entschieden, noch meine Augenbrauen auszulassen, weil es war echt unangenehm. Und habe mir dann noch eine an der Backe gemacht. Das sollten quasi so eine Art Einstichwunden sein oder so Einprügelwunden, so Platzwunden. Und genau, meine Mama musste mir jetzt noch die Pinzette geben, weil ich hatte die vergessen und ich bin nicht mehr rausgekommen, weil ich mir damit quasi diese Löcher, diese Einstichlöcher gemacht habe. Das könnt ihr super mit einer Pinzette einfach wieder aufreißen. Es geht total leicht. Also, ja. Und dann habe ich angefangen, das alles noch ein bisschen auszublenden, dass man auch nicht diesen Übergang sieht. So. Und dann habe ich angefangen, das noch größer zu machen und dann auch schon mit der Wunde an meinem Hals langsam sicher angefangen, die ja dann auch noch ist, also die ja dann quasi der Schnitt durch die Kehle ist mit dem Messer. Und das war echt eine Arbeit, das alles so hinzubekommen. Mit so viel Klopapier. Ich glaube, ich habe für alle Halloween-Tage jetzt eine Klopapierrolle gebraucht. Also, ja, schon eine Menge. Und dann habe ich das alles so ein bisschen hingemacht, habe das noch ein bisschen ausgeblendet. Und dann habe ich auch angefangen, das aufzureißen, ganz schmal. Dass es halt quasi zu einer Wunde wird. Und das war echt schwierig, weil es muss echt gut trocknen, weil sonst geht das Ganze ab. Deswegen habe ich das echt vorsichtig gemacht, habe das immer wieder festgehalten, wieder festgedrückt. Und ja, dann habe ich diesen Schnitt quasi gemacht. Und ja, jetzt ist dann schon mal der größte Teil quasi ready to go. Und ja. Jetzt können wir anfangen mit dem Schminken. Genau, ich habe mir jetzt noch so ein bisschen schwarz drumherum gemalt. Und dann habe ich angefangen, noch so verheulte Spuren im ganzen Augenbereich zu machen. Und habe angefangen, auch eine Foundation zu benutzen, dass quasi alles abgedeckt ist. Und ja. Das ist dann natürlich nicht so ganz natürlich geworden, wie ich es haben wollte, aber zumindest etwas. Ich habe es dann doch nochmal mit Rot überdeckt, dass man es auch nicht so sieht. Weil das habe ich noch nicht rausbekommen, damit es so aussieht, wie es jetzt echt. Noch nicht. Werde ich aber noch rausbekommen. Und dann habe ich mir von Maybelline so eine Lippenstiftpalette gekauft und damit habe ich dann quasi meine Wunden geschminkt. Das hat dann ganz gut geklappt. Ich habe jetzt noch ein bisschen Foundation auf mein Gesicht verteilt. Eine ganz dünne Schicht. Und genau. Jetzt habe ich mit den roten verschiedenen Lippenstiften mir einfach die Wunden gemalt. Also jetzt habe ich mit einem Dunkelrot angefangen innen drin.
und habe das dann auch die Wunden so ausgemalt außenrum. Und dann bin ich auch noch mit einem dunkelrot, fast lilastichigen Ton nochmal mit rein, weil das eher dann auch mal ein bisschen realistischer macht. Und schon entwickeln wir uns zu einer Frau. Ja. Das ist jetzt übrigens noch 2 Halloween-Videos nach diesem Video, also morgen. Bin ich eigentlich mit Halloween fertig und wir sind dann extra im November schon mit den Videos. Das heißt, wir kommen ganz, 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 ganz schnell voran und am Dienstag sollten dann auch theoretisch schon meine Weihnachtsvideos anfangen mit den einzelnen Verlosungen. Also schaut auf jeden Fall mal vorbei und macht mit. Könnt ihr mega coole Sachen gewinnen. Und ja, das wird jetzt alles. Und ich habe das dann noch ein bisschen mit Schwarz auch gemalt, weil Schwarz natürlich auch noch mal ein bisschen besser ist als nur Rot. Und ja, das sind alles ein bisschen vorangemacht. Bisschen versucht, realistischer aussehen zu lassen. Und dann, das war, ist doch sehr gut gelungen. Ich habe dann auch so schwarze Äderchen quasi unter meine Augen gemacht. Und dann bin ich mit dem Dunkelrot auch schon rein. Und dann mit dem Kunstblut. Das sehe ich mir erstmal auf meinen Handrücken. Und habe das dann auch verteilt und habe dann auch so ein Blutschwämmchen quasi benutzt, das da dabei war. Und habe das dann auch mal im Gesicht verteilt und das war's dann auch schon. Also, ja. Dann ist der Look auch schon fertig. Dann braucht ihr nur noch ein Messer und coole Klamotten. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns dann morgen zu einem neuen Video. Tschüss!